ich begrüße euch zu einem weiteren Video, Hergeht London. Heute stelle ich euch mal diese kleinen Dinger hier vor. Der Agumatrix kann Standardtrats hinzufügen, normal, legendär und selten. Die Nanomaschine kann auch dasselbe, nur halt mit Rohstoffen, aus denen ihr später mal Rüstung entfernen werdet. Zeige ich euch auch nochmal. Und das letzte kann Mods entfernen, wie aus dieser Waffe hier. Das da unten, diese kleinen Symbole, sind die Mods. So, das ist dann noch die Bank für euch, aber wir wollen jetzt in den Convent Garden Market. Und um mal ein bisschen was zu skippen, weil es schon recht lang ist, was hier so ein bisschen passiert, dieser eine Boss, werde ich hier einfach mal ein bisschen durchflitzen, dahin, wo wir hin müssen, weil, ja, das hat doch ein bisschen länger dauert da drin. Wir bereinigen jetzt noch schnell das Portal, dass wir da auch in Ruhe durch können. Und dann werden wir dort uns mal diesen einen Boss vornehmen. Genau. Und das ist dann der Skulok, oder wie er heißt. Den werden wir jetzt erstmal ein bisschen mit Scharfschützengewehr anschießen. Da kommt auch noch ein zweiter Teufelssoldat mit hoch, was natürlich ein bisschen schwieriger ist, aber jetzt nicht unmöglich für mich. Der Typ ist schon recht heftig, er verfolgt euch, unten noch im Raum zu rennen ist ein bisschen, ja, ein bisschen blöd. Ihr könnt eigentlich wirklich nur die Zeit nutzen, wenn er gerade diesen Angriff macht, wo seine Klinge im Boden steckt oder einen Giftatem macht, wie diesen hier. Und ansonsten könnt ihr da eigentlich recht wenig mobilisieren. Ihr müsst halt immer rundherum laufen, eure Stats usen, wie euren Speed oder euer Tarnen jetzt beim Scharfschützen. Aber er geht halt doch irgendwann mal down. Das hätte ich jetzt auch ein bisschen besser timen können, aber okay. Das war jetzt mein zweiter Versuch, glaube ich. Im ersten bin ich gestorben, wo ich es erst aufnehmen wollte, aber ich wollte ja Ben dann perfekt machen und der war es dann doch. Und mit Pause ist dann immer ein bisschen schlecht, wenn man immer reforged und so. Oder resettet, sag ich ja mal. So, das ist jetzt kein Quest-Mob oder sowas ähnliches, sondern ein, ja, Boss. Diese Ebene, die ihr hier seht, ist schon, einer der häufigsten verwendet in Hellgate London, darum geht es eigentlich hauptsächlich. Später den allerletzten Boss werden wir genauso überbeleben, besiegen, denke ich mal. Ich weiß es selber noch nicht, so weit war ich damals noch nicht. Ja, jetzt wird er auch gleich umfallen und ich werde knapp überleben. Dieser Mob hat jetzt natürlich sehr viele rare Items für uns, weil er ja nun mal auch sehr heftig war. Einen kleinen Heiltrank zum Beispiel, den ich auch gerade benutze. Und zum Beispiel ein legendäres Schwert und ein Gürtel. Auch noch Mods für eure Gewehre oder Rüstung später, im späteren Verlauf. Mit dem Scharfschützengewehr ist das natürlich immer ein bisschen imbar, wenn es hier mal funktionieren würde. Der Mob verpisst sich immer und dann treffe ich ihn nicht mal. Und wenn, dann merkt er es viel zu früh. Und so kann ich ihn dann gar nicht mehr anschaden und damagen. Aber das Gute ist, dass wir mit F1, 2 und 3 zwischen unseren drei Waffenmods switchen können. Auch als Schwertmeister oder sonst irgendwas. Man kann auch Mobs austricksen, wie ihr gerade gesehen habt. Mit Tarn einfach runterlaufen. Und dann einfach umgehen und später machen, wenn man jetzt nicht so die Lust darauf hat, die Mobs zu machen. Diese Scharfschützen sind natürlich schon ein bisschen schlimmer, da solltet ihr jetzt als Kampfmagier oder Beschwörer nicht nah rangehen, als Beschwörer ja sowieso nicht, aber als Kampfmagier nicht, weil die sind im Nahkampf doch schon ganz schön heftig, wenn ihr nicht gerade auch im Nahkampf als Scharfschütze Vorteile hat. Ja, diese Ebene nennt sich Höllenportal oder Höllenebene besser gesagt. Da wird es dann später auch noch ein paar schönere geben mit ein bisschen mehr
Story drumherum, wo ich dann auch noch ein bisschen was erzählen kann. Hier geht es jetzt eigentlich nur darum, dass da hinten ein Typ liegt, den ich jetzt natürlich schon habe, wo aber normalerweise ein blaues Fragezeichen ist, und werde ich euch auch gleich noch zeigen. Und ich werde jetzt hier noch ein paar kleine Teufelsjäger, so nenne ich sie mal, töten, damit ich euch das dort oben zeigen kann. Als Scharfschütze ist das immer sehr genial, muss ich sagen. Ah, da ist noch ein seltener, ein Rare Mob, ein blauer. Oder auch ein epischer, um besser zu sagen. Die haben es eigentlich auch nicht so schlecht in sich. Als Nahkämpfer wäre ich da wahrscheinlich jetzt schon draufgegangen, außer als Paladin vielleicht. Die manche Mobs, wie ihr gerade gesehen habt, da haben auch schon hier sowas hinterlassen. Dort ist euer Quest-NPC dann, wo den ihr sozusagen anquatschen müsst, der euch dann etwas gibt. Und dann könnt ihr dort wieder rausgehen. Jedenfalls, diese Quest-NPCs oder manche Mobs, die später auch werden so Giftwolken hinterlassen oder bestimmte AE-Wolken. Und das ist dann einfach immer nicht so ganz schön, wenn man dann da reinläuft als Nahkämpfer oder so. Dann scheint das meistens daran, dass man nach dem Mob gestorben ist und nicht mitten in den Fight. Die Quest habe ich ja auch schon abgegeben bei Brandon Lahn. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber ich kann sie leider nicht wiederholen. Ihr könnt euch mit eurem verdienten Palladium oder wir nennen sie einfach mal Gold wieder neue Gegenstände holen, wie Tränke oder Portale und Mana-Tränke. Machen werde über dieses Store-Symbol. Mein Talentpunkt habe ich schon verteilt. Nein, habe ich nicht. Ich werde ja jetzt gleich ins wenn dann den kompletten Guide machen. Zu Level 6, denn wir wollen ja noch aufsteigen. Hier habe ich mal kurz ein bisschen gesprungen, weil mein PC da ein bisschen gehackt hat, aber ich denke mal, das ist euch gar nicht aufgefallen. Von daher hätte ich es eigentlich auch gar nicht sagen müssen. Aber okay. Wir werden jetzt hier noch ein paar kleine Mobs töten, bis wir Level 6 sind. Das war jetzt eigentlich nur der Quest, begib dich nach Convent Garden, nee, keine Ahnung, nach Hölden, hast du nicht gesehen. Convent Garden Market. Jetzt habe ich es gesehen. Und das war der einzige Quest und ich finde ihn eigentlich schon für diesen Bereich, jetzt Level 4 bis 5, schon recht heftig, weil wenn ihr wirklich hier alles macht, es ist ein Riesengebiet, dann werdet ihr auf jeden Fall Level 6. Ich wollte es eigentlich noch mitnehmen, aber ich glaube, dann wäre ich weit über das Download-Limit von YouTube gekommen. Ich werde das einfach mal extern machen, ohne es aufzunehmen, nicht dass ihr euch dann wundert, dass ich dann schon Level, keine Ahnung, 6,5 bin oder so. Und dann werde ich euch einfach sagen, was ich denn jetzt zuletzt gemacht habe. Dass ich zum Beispiel den Market geräumt habe und da noch ein bisschen EP geleached habe, um das zu vervollständigen. Da hinten ist noch ein Rare Mob, den ich leider nicht schaffen werde, weil er irgendwie mal verbuggt. Genau jetzt, glaube ich, hier. Springt er dann auf einmal weg. Ist irgendwie keine Ahnung, wo die Puss. Ich versuche ihn noch irgendwie zu resetten, aber das funktioniert nicht so ganz, wie ich wollte. Von daher werde ich hier noch ein paar andere Mobs töten, die recht einfach sind. Diese komischen Knüppler und Zerstörer. Wobei die Zerstörer hier, wie ihr seht, schon ein bisschen lang sind. So, da bin ich Level 6. Werde ein Störenfriedchen noch ausschalten und fährt zurück in die Stadt. Ja, dann verteilen wir noch unseren Skillpunkt und dann haben wir unsere guten 10 Minuten schon wieder erreicht. Für unser Video, was dann heißt Hagrid London Teil 4 bis 5. Oder Level 4 bis 5. Und ja, ich hoffe, dass es euch mal wieder Spaß gemacht hat, mir zuzusehen bei meiner täglichen Arbeit.
und hoffe, ihr könnt daraus lernen und wollt euch vielleicht auch mal Helget London anschaffen. Dadurch habt ihr jetzt ein bisschen einen kleinen Videoguide, wie alles funktioniert. Ja, somit wünsche ich euch dann mal wieder einen schönen Abend, einen guten Tag, eine gute Nacht, wie auch immer ihr zuguckt. Und ja, bis auf bald. Auf Wiedersehen, euer Blackwitch.